Schon wieder versagt? Ich bin hier nur von Schwachköpfen umgeben. Bitte lasst es uns erklären. Was sollen wir denn tun? Erklären? Erklären? Diesen Gefallen soll ich dir auch noch tun? Oh nein, mein Lieber. Es wird Zeit, das Ganze selbst in den Hof zu nehmen. Gebt uns bitte noch eine Chance. Na gut, noch eine einzige. Verstanden? Und was sollen wir machen? Muss ich euch Schwachköpfen das auch noch erklären? Aiden, wir sollen alle außer Kirana umbringen. Hera darf nicht befreit werden. Na endlich mal einer, der denken kann. Los geht und wehe, ihr versagt. Lasst uns gehen. Noblesse! Noblesse! Was ist denn, Cheyenne? Wo genau müssen wir jetzt lang? Es würde dich erstaunen, Cheyenne, aber ich habe nicht die leiseste Ahnung. Das darf doch nicht wahr sein. Wir werden alle sterben und Pantera wird untergehen. Sag mal, willst du dein Land eigentlich retten oder alles hinschmeißen? Dich retten, was glaubst du denn? Dann verhalte dich auch so. Haltet beide kurz mal die Luft an. Also, Schell, zu deiner Frage, wo wir hin müssen. Das Band zeigte mir zwei Lichter. Sie bildeten einen Eingang. Es war kein Wald zu sehen. Also, offenes Land. Eine Prärie? Nee, gibt's bei uns nicht. Ein Wald? Der Doc hat gesagt, da ist kein Wald. Die weiten Lande. Ja, das ist es. Man sagt, dort soll ein Ungeheuer lauern, das noch nie jemand besiegt hat. War ja zu erwarten, dass es schwerer wird, dass sich hier immerhin um Hera handelt. Könnte gut sein, dass es der Grund ist. Woblesse, sind die weiten Lande weit weg? Wie ihr Name schon sagt, jein, circa 2 Tagesmärsche. 2? Oh. Dann sollten wir jetzt wohl besser mal losgehen, Ja, aber seid auf der Hut. Wer weiß, was unsere 4 Bekannten wieder vorhaben. Na, dann lasst uns keine Zeit verlieren. Die Lage wird langsam ernster. Ja, ich weiß. Aber Zeus. Nyx, wir haben dich auf ewig verbannt. Die Betonung liegt auf haben, nicht wahr? Was willst du, Nyx? Nur ein paar Dinge klarstellen. Es war klug von dir, Athene, endlich preiszugeben, wer deine Tochter ist. So hat mir das jahrelange Suche erspart. Du kannst dir kein Haar krümmen. Sie hat meinen Segen. Ja, ja. Aber ich will weitaus mächtiger als früher. Sieh vor dich. Ich bin im Olymp. Zwar nur kurz, aber es reicht. Athene, du hättest sie besser nicht ins Feld geschickt, denn sie ist bald mein. Nyx, es reicht. Verschwinde. Pantera wird untergehen und ich werde herrschen. Sie weiß es. Ja, ich weiß. Kirana, beeil dich. Kirana? Wie lang ist es noch? Noch ein bisschen. Mein Gefühl sagt mir, dass wir schon bald da sind. Es ist so, mein Inneres erregt sich seit kurzer Zeit schon sehr stark. Als würde die Zeit knapp werden. Das wird sie wahrscheinlich auch. Oh Mann. Wir haben erst 5 Götter befreit. Oh, mit Zeus und Athene zugerechnet. Wir werden das nie schaffen. Kirana, wir werden es schaffen. Oder willst du, dass Nyx siegt? Nie im Leben.
Na siehst du. Wir werden es schaffen. Danke, Leute. Kirana, sieh doch. Die zwei Lichter. Ja, das sind sie. Siehst du, Kirana, wir kommen unserem Ziel immer näher. Es sieht wunderschön aus. Komm, retten wir Hera. Was ist mit dem Ungeheuer? Das wird sich zeigen. Nun sind wir im Reich der Pegasi. Fühlt sich jetzt aber nicht besonders an, eher unheimlich. Gehen wir lieber weiter. Kirana, ich fühle mich beobachtet. Rain, da ist nichts. Komm, gehen wir weiter und reden nicht. Kirana, hat dir das Band nicht noch was gezeigt? Doch, ein weißes Pferd am Ende dieses Waldstückes. Na dann, auf durch den Wald. Kirana, etwas verfolgt uns. Rain, nochmal. Es ist nichts. Doch, seit längerer Zeit schon. Kirana? Ich befürchte, Rain hat recht. Der Wald wispert es mir zu. Was sollen wir machen? Erstmal Ruhe bewahren. Kirana, würdest du dich bitte umdrehen? Ein Drache! Wir müssen zusammenbleiben. Er ist ein Geschöpf der Nacht. Er ist am Tag so wie jetzt geschwächt. Glück für uns. Kann man ihn denn nicht töten? Nicht direkt. Da er ein Schattenwesen ist, also sozusagen aus Magie von Nyx geschaffen wurde. Wie sollen wir den Drachen denn dann töten? Seht ihr seine Hörner? Ja, nicht zu übersehen. Gut, es heißt, wenn ein Halbgott die Hörner dort berührt und gleichzeitig Mera sagt, wird sich das Ungeheuer auflösen. Nur leider gab es bis jetzt keinen Halbgott, deswegen sind alle Versuche gescheitert, das Ungeheuer umzubringen. Es ist also unsere einzige Chance. Versuchen wir es. Ihr müsst es ablenken, damit ich an die Hörner rankomme. Aber geht kein Risiko ein. Du kennst uns doch. Nie ein Risiko. Komm doch hierher! Hierhin! Jerry! Shay! Oh mein Gott! Los, wir müssen dir helfen! Kirana, pass auf dich auf! Leute, wir müssen den Drachen mehr drehen! Also, hol zu mir! Komm, kleiner Drache! Put, 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 put! Yeah, Monster! Rain, pass auf! Was zum... Wow! Das Vieh will mich wohl rösten! Jetzt, Kirana! Na, mach schon! Du wirst uns nie wieder etwas tun. Wir haben es geschafft. Ja, aber mit verdammt viel Körpereinsatz. Trotzdem haben wir das Unmögliche geschafft. Ja, das habt ihr wahrhaftig.
Wer bist du? Auch ein Ungeheuer? Nein. Ich stamme aus der Herde der Pegasi und heiße Snow. Und da wollt ihr doch hin, oder? Ja. Das ist unser Ziel. Na, dann folgt mir. Da sind wir. Aha. Wo sind die Pegasi? Na, direkt vor uns. Oh, welch eine Ehre. Ich bin Sky und das ist Clone Sun. Wir haben das Ungeheuer besiegt und wollen nun Hera befreien. Das sehe ich. Aber nur Kirana ist es gestattet, Walking Hope zu sehen. Wer ist das und wieso nur ich? Weil du die Auserwählte bist. Kirana, geh. Okay. Wo ist Walking Hope? Folge mir. Walking Hope? Kirana. Wie lange warte ich jetzt schon auf dich? Ihr seid ja ein Einhorn. Ja, das letzte. Und ihr tragt Hera in euch. Ja, sie ist mein größter Schatz. Wieso ist die Herde der Pegasi so klein? Weil Nyx alle magischen Wesen umgebracht hat, bis auf ein paar, die sie dann aber stets überwachen ließ. Das Ungeheuer. Ja, mein Einhornstamm wurde vollkommen vernichtet. Das tut mir leid für euch. Vergangenheit ist Vergangenheit. Nun denn, tue es. Hera, ich erlöse dich von deinem göttlichen Bann. Kirana, du hast es geschafft. Es war mir eine Ehre. Ich lasse euch jetzt alleine. Nun denn, Kirana, fahre fort mit deiner Suche. Aber Kirana, ich warne dich. Entscheidungen werden kommen. Sehr schwere sogar. Dein Herz wird auf eine sehr harte Probe gestellt werden. Was denn für eine Probe? Die das Licht und die Botschaft suchen. Wo sind die? Wo seid ihr? Kirana, sie ist an einem Ort der Erholung. Gehe zu deinen Freunden zurück. Danke, O Walking Hope. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Kirana. Seht doch, Kirana hat alles geklappt. Ja, Hera ist frei. Endlich! Wir haben schon so lange darauf gewartet. Als nächstes soll ich das Licht und die Botschaft suchen gehen. Was heißt das denn schon wieder? Apollon und Hermes. Es würde passen. Wo müssen wir sie suchen? Das Band! Wir sollen sie im Schrein des Hermes und den Leid suchen. Schrein ist klar. Aber Leid? Leid? Ich kenne sie noch von früher. Sie ist eine Falabella-Stute. Sie lebt im Schrein des Hermes. Sie hält ihn sauber und so. Na dann auf, Leute. So viele Falabellas gibt's hier ja wohl nicht. Und wenn sie gleich im Schrein des Hermes wohnt, wird die Suche sehr einfach. Wir danken euch für alles, was ihr getan habt. Nichts zu danken, wir danken vielmehr euch. Auf Wiedersehen. Und viel Glück beim Aufbau der Herde. Danke. Euch weiterhin viel Erfolg und auf Wiedersehen. Tschüss, Snow. Danke für alles. Lasst uns gehen. Ja, führt uns zu Leid.